Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, erstmal kurz gucken, was wir zu tun haben, außer das ganze Zeug bei Minsk zu verkaufen, was Minsk mit sich rumschleppt. Naja, wir können noch den anderen Leuten dann Sachen in die Hand stopfen. Ins Inventar jedenfalls ein bisschen was. Zum Beispiel Yoshimo und Yahira. Wobei Yahira eher leichtes Zeug. Erwi können wir ein bisschen was Leichtes geben. Minsk hält halt das ganze schwere Zeug. Deswegen geben wir Yahira einfach mal die Waffen hier. Also die Bolzen. Bei Keldon sieht es auch schon ein bisschen überladen aus mit dem Zeug, was so rumschlägt. Und ja, Talisa kann auch noch ein bisschen was tragen. Wir könnten Keldon theoretisch die Stäbe geben. Oder Yahira. Dann könnten die ein bisschen mehr tragen. Könnte Talisa ein bisschen mehr tragen. Ich wollte die Stäbe ja eh im Abenteuer allerlei mal verkaufen. Sobald alle identifiziert sind. So. Wir haben die Kupferkrone von den Sklaventreibern erlöst. Scheint hier aber noch nicht ganz fertig zu sein. Keine große Herausforderung. Ja, wir könnten hier noch Rüstungen einsammeln. Ist eigentlich der Hundekämpfer noch hier? Dann können wir wenigstens einmal einen Hundekampf machen. Was wollt ihr? Ja, ich möchte einen Wettkampf sponsern. Das macht 10 Goldmünzen. Ihr kriegt einen Hund, eurer kämpft gegen einen von mir. Wenn ihr gewinnt, verdoppelt ihr euer Geld. Wenn ihr verliert, ist euer Geld weg. Okay, eine Runde. Ich gehe und hole die Töten rein. Sobald ich sie bringe, könnt ihr in die Grube gehen und den Kampf zuschauen. Wartet hier. Ihr zahlt dafür, dass Hunde an diesem hässlichen Ort kämpfen. Das macht mich gewaltig sauer. Ich werde mir andere Helden nach der Begleitung suchen. Wenn ihr mit dieser Gräueltat fortfahrt. Eigentlich wollte ich Minsk nicht verärgern. Ich behalte euch im Ihr habt verloren, Weichei. Gebt mir aus den Augen. Ja. Laden wir nochmal. Dumm die Dumm. Der Quicksave ist nicht so neu wie der Autosave, wie mein richtiger Save hier. Also laden wir den. Gut, wir verärgern Minsk nicht. Ganz ehrlich, gib das mal an Keldon und Keldon gibt die schwere Rüstung an Minsk ab. Der Rest ist ja nicht, zum Glück nicht so schwer. So. Gut. Dann lassen wir das mit den Hunden mal gut sein. Und werden jetzt uns mit den Hobgoblins in den Abwasserkanälen anlegen. Denn so wie es aussieht, führt dort ein Weg in das Sklavenhändlerlager. Da Minska seine Prioritäten nicht so richtig einschätzen kann, gehen wir jetzt erstmal Sklaven befreien. Mal wieder. Wir haben ja die Sklaven in der Kupferkrone befreit. Jetzt befreien wir die Sklaven aus dem Sklavenhändler-Hauptquartier. Ihr müsst eure Gruppe. Ja, ich weiß, dass ich meine Gruppe erst sammeln muss. Nun gut. Eine Goldmünze, das ist nicht viel. Da sind Hobgoblins. Das eine ist ein Schamane, der kriegt ja gleich mal. Ordentlich jetzt auf den Latz. Ich bin bereit. Mhm. Ist da noch ein Schamane? Ja, da ist noch ein Schamane. Ich helfe, wo immer ich kann. Und der steckt jetzt in einem Heiligtum. Du hörtest. 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 Du hörtest.
Und ich sollte mal die KI einschalten, dass die sich wehrt. Führt mich an, mein Freund. Verschont keine. So, ja, Hira, du ziehst dich mal zurück und heilst dich ein bisschen. Oh, das wieder wollte ich nicht anlocken. Was kann ich tun? Habe ich ein Machtwort Schlaf oder etwas in der Richtung? Nein, aber ich kann etwas Hilfe beschwören. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So. Der ist tot. Natürlich. Jetzt werden wir erstmal das Gift los. Oh. Schneller als ich habe getroffen. Schnell kratze. Ich habe getroffen. Ich muss meine Hexe verteidigen, okay? Vince, ganz ruhig bleiben. Ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Uff. Hab vergessen, Intermittag kann aggressiv werden. Gruppe ist halb am Sack. Ja, ich sollte Yoshimo heilen. Yoshimo ist krank und verlangsamt. Das kann ich leider nicht einfach so wegzaubern. Nein. Krankheiten sind leider nicht magisch. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Ja? Ich du bin hast bereit. Keine mehr. Du hast noch einen. Ah, und die Krankheit hat von Yoshimo lang abgelassen. So. Hat doch schon mal ein guter Start. Einfach mal speichern. Ich warte, wenn es das ist. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, sie lassen wenigstens etwas Geld und Heiltränke fallen. Ein schwerer Wundenheilzauber und ein Kettenpanzer. Schwere Wunden heilen ist immer ein guter Notfallzauber. So. Können wir ein paar von den kleineren Tränken verbraten? Keine große Herausforderung. Sprühende Hände, der Rest ist alles nicht so besonders. Ein bisschen Gold. Gut. Sprühende Hände können wir mal wegpacken und verkaufen. Oh, ach ja. Da war noch was mit Pfeilen nachladen. So. Ansonsten sieht alles okay aus, oder? Ja. Nun gut. Dann gucken wir mal, was der Typ hier bewacht hat, außer einem Ockergallert. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Einen Grünschleim, das könnte etwas böser werden. Meine Waffe ist, ich helfe, wo immer ich kann. Ockergallert sind nämlich. Ich habe getroffen. Nicht Ockergallerts. Grünschleime können gefährlich werden. Okay, das war einfach nur eine Kloake hier. Nichts Besonderes. Gut, die Kanalisation hier unter dem Slums scheint doch nicht so groß zu sein.
Vorwärts, Marsch! Aufrecht das und gefällt Ehre. Mir gar nicht. So, da ist noch eine Elite-Hobgoblin. Da war ein Elite-Hobgoblin. Da geht's wahrscheinlich. Ihr braucht leichtfüßig und so. In Richtung Sklavenlager, denke ich mal. Klar, dass hier Kobolde sein müssen. Wehrt euch! Ihr kriegt keine zweite Chance! Ihr zeigt mir wohin! Wo immer Minsk auch hingeht! Ich war, das Böse! Einen Schritt zur Seite! Ein einzelner Kobold. Wo soll ich euch mal... Yoshimo. Aber das hier gefällt mir nicht. Enge Gänge. Auch wenn das nur die Kanalisation ist, hier könnten trotzdem Fallen sein. Auf jeden Fall sind eingetretene Türen hier in der Gegend. Okay. Da haben wir gesagt, geht's zur Kupferkrone. Dort geht's raus in die Kanäle selber. Das hier sieht eher unnatürlich aus oder nicht richtig durchdacht. Oh. Grünschleim, hi. Ja, wenn ihr es wollt. Fragt nur natürlich. Ihr das macht doch wohl Spaß. Keine Frau Spaß, Bo. Und da geht's irgendwo hoch. Oh, wie peinlich. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Nichts ist passiert. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Wenn es das ist, was ihr wollt. Das Problem halt mit Fernkampfwaffen ist, dass... Entschuldigung. Das Problem mit Fernkampfwaffen ist halt, weil Yoshimo sich dauernd beschwert, dass er trifft, aber nichts passiert, dass die Pfeile magisch sein müssen, dass es wirkt. Ich warte. Euer Wunsch ist die Waffe selber bringt dann immer nur einen Bonus. Oh. Wo auch immer ich hier jetzt bin. Keine große Herausforderung. Meine Gefährten getötet, meine Atemzüge sind voller Zorn. Ja? Was kann ich tun? Oh, ruft euch zu. Oh, wie peinlich. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Nicht so sei es denn. Okay, das ist nicht so schön. Ich bin bereit. Habt ihr einen Plan? Ich biete ihr meine müsst Dienste eure Gruppe erst Leben sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Genau, spack da ein bisschen rum. Während sich Kaedorn ihr müsst eure ein paar Tränke reinpfeift. Ja. Nun gut. So. Fragt, was möchtet ihr? Tja, das hat nicht viel gebracht. Außer, dass wir ein paar Pilzmenschen getötet haben. Ja. Die ein paar Erfahrungspunkte gegeben haben. Erzählt mir. Gut. Keine große Herausforderung. Das heißt, da oben ist erstmal nichts. Jedenfalls nichts, was ich wüsste. Was mir jetzt gerade so einfällt.
Oder wo uns noch eine Quest für fehlt, an die ich mich jetzt gerade nicht so ganz erinnern kann. So, sehr gut. Da ist tatsächlich eine Falle. Wow. Ich warte. Nun gut.